Ich weiß, ein paar von euch mögen mich nicht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber da müssen wir jetzt beide durch. Henno hat mich gefragt, yo Paletto, hast du nicht Bock, mir ein bisschen auszuhelfen? Weil Henno will ein bisschen Urlaub machen. Auf jeden Fall mache ich jetzt Urlaubsvertretung. Wird super geil. Henno hat mir ein tolles Paket geschickt, damit ich natürlich hier auch mich schön verkleide. Lieber Paluten, hier bekommst du dein Paket mit den Sachen für die Simulatoraufnahme. Nochmal vielen Dank, dass du da mitmachst. Liebe Grüße, Kader Nummer 4. Team Hand of Blood. Ach, das hat er nicht mal selbst geschrieben. Der hat ein dickes, der ein großes Team. Habe ich schon gesagt, was wir heute spielen? Straßenmeisterei-Simulator. Wird richtig geil. Oh, die sitzt gar nicht so schlecht. Guck mal, was Henno mir hier geschickt hat, Alter. Ah, da ist auch eine geile Hose dabei. Ja, sitzt geil. Oh ja. Guck mal, Oma. So, was ist das jetzt hier? Kribbelt. Das ist der Mist, der juckt nämlich jetzt schon. So, was hat. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. Ich habe hier als Aufgabe bekommen. Genau. Und mich irgendwie nachahmst. So gut du eben kannst. Junge, ich bin kein Schauspieler. Ihr werdet mich alle hassen. Ich weiß das jetzt schon. Wie macht der denn? Ja, ich bin Herr Knabe. Ich arbeite bei der Straßenmeisterei Süd in Spandau. Heute habe ich Frühschicht. Ich habe hier auch vorne meinen Hund Falco. Falco, sag doch mal was. Ja, Falco, wunderbar. Ah, so. War das jetzt gut? Ich habe keinen blassen Schirm. Ah, die Leute werden. Leitpfosten richten in der Bundesstraße. Schon wieder. Es wurden Leitpfosten an der Bundesstraße angefahren. Haben Sie Ihren Führerschein gefunden oder was? Die Leitpfosten müssen schnellstens wieder korrekt ausgerichtet werden. Verliere keine Zeit und fahre die gesamte Strecke ab. Mach ich, Chef. Ich bin einfach nur maßlos überfordert. Ich fahre jetzt hier mit dem. So, Space. Let's go. Oh. Hä? Mach doch auf. Ich muss das selber aufmachen. Vorsicht! Stopp! Stopp! Alter. Geisteskrank! Ja, Spandau sah aber auch mal schöner aus. Hier ist keiner schief. Und es sind angeblich 9. Oh, der ist schief! Ja, kein Problem. So, was mache ich denn jetzt? Jo, ich liebe dieses Spiel. Ah, da ist einer. Guck mal, ich muss nicht mal brennen. Okay. Ja, alles klar. Also ihr merkt schon, das ist ein Spiel für die ganze Familie. Ich muss sagen, ich bin aber auch, und das macht es wahrscheinlich nicht einfacher, ich bin auch ein bisschen nervös. Ich bin ja nicht so oft auf dem Kanal von Hand of Blood. Um genau zu sein, war ich hier noch nie. Ich soll ja ein bisschen mehr Hand of Blood-mäßig sein. Der Schiefaller. Das ist so schlecht. Es ist einfach so schlecht. Liebes Hand of Blood Team, es tut mir wirklich einfach leid. Ich bin nur so ein Typ aus dem Internet, der Scheiße labert. Aber was... Allah, ich steige jetzt wieder ein. Ich frag mich, wo Henno Urlaub macht. Ich glaube, er ist nicht so ein Malediven-Typ. Malle. Schön mit so einem Bierhelm. Hier ein Bild. Ballermann mit seiner Freundin. Falco hat auch so einen Eimer, wo er einen Lütten trinkt. Ah, guck mal hier. Hier habe ich noch mal einen. Ja. Klicken. Dieses Spiel, Mann. Jetzt fahren wir wieder zurück zur Einsatzzentrale. So, da sind wir wieder. Wunderbar. Ich bin bereit für meinen weiteren Auftrag. Ja, hier bei Straßenmeisterei Rabe. Wir machen hier... Nee, Knabe heißt er. An der Landstraße müssen Arbeiten ausgeführt werden und wir kümmern uns um das Absperren der Straße. Also los, hole das Fahrzeug mit Warenleitaufsatz aus der Halle und belade es mit allen notwendigen Materialien. Man merkt, ich komme aus der Branche. Öffne eine Ladeklappe, mache ich. Lade die Park... jetzt muss ich hier wieder... Das ist auch das... Die musst du jetzt einzeln aufladen. Sollen die... Ja, Gegenstände automatisch. Ja, oh, bestes Feature, Alter. Eins. Hä, ich hab doch da eins schon. Lademobile Ampelfüßer. Das ist doch das, was... Hä, das leuchtet doch. Ach, das sind die Backen. Alter, das sind wieder die komischen Füße. Liebe Leute, liebe Hennos Cutter, ihr rettet das, ne? Bitte. Ihr macht das. Okay. Ich hab irgendwo hingeklickt, wo ich nicht hinklicken sollte. Oh, da vorne. Da müssen wir hin. Ja, hier.
Pizza. Schalte das Warnleitsystem auf den Pfeil nach links. Ah, oha. Öffne die Lade. Ja, warte. Ich bin hier. Entlade die Schubkarre. Jo. Platziere die Ampelfüße korrekt. Zack. Hier einer. Ja, das ist das Nervige. Jetzt muss ich bis nach da hinten laufen. Geiles Spiel. So, Ampel. Alter, mein Arsch ist so schwitzig. Ist ganz geil. Ey, Leute, glaubst du mir, Videospiele sind meine Leidenschaft. Nee, ich will das jetzt... Hier. So, warte. Nee, ich will... Hallo! So, ich muss ja trotzdem jetzt gleich wieder dahin. Kann ich das direkt machen? Nee, ich muss jetzt die Schubkarre einmal entladen. Bam. Dann wieder hier hin. Und sonst so, Leute? Alles gut bei euch? Ach, Alter, dieser Hose! Ganz ehrlich, im Real Life fährt man doch dann immer mit dem Auto weiter, schüttet das Ding da kurz raus. Zack, Alter. Ich mach das jetzt ohne Schubkarre. Ja, Mann, ich brauch doch die Schubkarre. Mann, Alter. Oh, guck mal, hier kann man jetzt aber mehr. Zack. Ey, du kannst mir doch nicht erzählen, dass da nur drei von den Dingern draufpackt! Oh Mann, das hat so viel Spaß gemacht. Das ist mein Lieblingsspiel. Ja, aber guck mal, der Verkehr, der rollt jetzt. Wer ist hier? Stopp. Ja, Schubkarre 1, du 0. Ja, hör doch auf zu hupen! Junge, mein Nachbar bringt mich um. Der fragt sich, was ist plötzlich mit dem los? Warum schreit der so? Alter, dieser... dieser Spiegel hat so wenig FPS. Auftrag erfolgreich abgeschlossen. Oh, was erwartet mich jetzt wohl? Für einen spannenden Auftrag hier bei der Straßenmeisterei Spandau. Wie das immer alles wuchert. Auf der Landstraße ist das Astwerk einiger Bäume zu stark gewachsen. Die Bäume müssen sofort beschnitten werden. Das ist ein geiler Auftrag. Yo, alles klar. Das ist geil. Oh, das ist schön. So, da mal stopp. Oh ja, hier rechts, da sehe ich doch die Bäume. Aktiviere den Fahrzeugaufsatz mit Q. Ayo, alles klar. Das ist geil. Jetzt wird er angemacht. Und jetzt ist das ein kleines Minispiel, oder was? Oh ja, yeah. Ja, warte, warte. Achte auf den richtigen... Ah, hier in der Mitte muss das. Habe ich noch eine... Es gibt doch eine Draußenperspektive. Oh ja. Ach, lade die Äste auf. Es lief doch gerade so gut. Es lief wirklich gerade so gut. Da kann das nicht jemand anders machen? Nee, hat Hallo? Ah ja, okay. Ich hab's geschafft. Schließ die Ladeklappe und dann das einfach zurück. So, ich bin wieder hier. Ah, warte. Ah, yeah. Warte mal. Ich glaube, hier ist Müll. Ach Gott. Junge, ich muss jetzt jeden... Ich muss mal irgendwas falsch machen. Alter. Das war wirklich geil. Auftrag abgeschlossen. Sicherung aufheben. Fahre den Pritschenwagen zum Einsatzort und stelle ihn am Ende der Sicherung ab. Lade das Ganze. Ja, nee. Es tut mir. Auf gut Deutsch, du kannst mich mal am Arsch lecken. Oh, ja, tut mir leid. Die Glocke hat geklingelt. Es ist Feierabend. Ja, meine lieben Leute von Hand of Blood. Es war mir eine Freude. Ich konnte das einfach nicht mit Hanno nachmachen. Das wäre scheiße geworden. Ich hoffe, ihr hattet aber trotzdem Spaß. Lasst super gerne ein Like da. Danke, Hanno, für die Sachen. Muss ich die jetzt schon wieder zurückschicken? Ja, das war's. Ich mach Feierabend. Ich gehe nach Hause. Hennos Videos, allererste Sahne. Muss man mal sagen, auch an das Team. Ist schon geil, was ihr da auf die Beine stellt.